Heute machen wir eine kleine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Zu einer Zeit, wo Löwenstein noch ganz anders aussah. Vielleicht werden wir das auch noch sehen. Und zu einer Zeit, wo Scarlet Dornstrauch noch gelebt hat. Ja, man hätte es nicht für möglich gehalten, aber heute spielen wir Hitbox 2, die lebendige Welt, Staffel 1. Hey ho, willkommen zu Gitwas 2, lebendige Welt, Staffel 1, Episode 1, die heißt Flamme und Frost, glaube ich, ne? Stand da, glaube ich, gerade im Trailer drin. Der übrigens, und es hat funktioniert, ja, ein bisschen fancy aufgeploppt ist. Ja, ich wollte das... Ich hatte falsch Tee gefunden. Wollte erst mal ein bisschen fancy machen, ja. Und das hat alles ganz gut funktioniert. Ich bin sehr happy darüber. Ja. Ja. So soll das ja sein. Ja, wir spielen Lebendige Welt Staffel 1. Hätte man eigentlich nicht für möglich gehalten, dass ArenaNet diesen Content nochmal auskramt und hereinbringt. Denn das ist etwas, was vielleicht einige nicht wissen, ne? Vielleicht gucken ja Leute zu, die Guild Wars 2 erst gespielt haben zu einem ganz späten Zeitpunkt. Wo schon, weiß nicht, Half of Thrones draußen war oder whatever. Oder vielleicht spielen die, gibt es auch Leute, die hier zugucken und es gar nicht spielen, aber sich interessieren an Guild Wars 2. Wer weiß. Kann es alles geben. Zur damaligen Zeit gab es auch schon die lebendige Welt Staffel 1. Das gab es, ne? Damals auch schon. Das Content hat man, wenn man damals gespielt hat, hat man den dann auch gespielt. Nur da war nicht so in Episoden aufgeteilt, sondern da war damals als wirklicher Live-Content, als wirkliche lebendige Welt gedacht und hat quasi immer ein ja, Meta-Event, ein großes Event gehabt, mit so ein paar Nebendingern und so weiter und so fort, was sich so immer, also was man spielen konnte und dann immer weiter vorangeschritten ist und dann die Welt an sich auch verändert hat. Dadurch ist zum Beispiel Löwenstein auch ein bisschen anders, ne? Also heute, ne? Also man sieht ja jetzt hier, das sieht jetzt so aus, wie es hier ist. Damals sah es aber nicht so aus, damals war es doch ganz anders. Man kann das alte Löwenstein sogar noch in den alten Let's Play-Folgen von mir sehen. Da, wo ich noch mit einem Char gespielt habe, ja. Ich habe damals mit einem Char angefangen, also mit einem Char-Char, nicht mit einem Menschencharakter, sondern mit einem Char, also die Katzen, ne? Und dann wurde irgendwann mein Account gebannt. Also durch einen Systemfehler wurde der gebannt, das habe ich da ja auch nochmal erklärt. Ja, da konnte man das alte Löwenstein, glaube ich, so war das, ne? Konnte man da schon noch sehen, weil das war noch die Zeit, wo es noch existiert hat. Ja, da könnt ihr euch reinziehen. Aber vielleicht... Jetzt nicht unbedingt in der ersten Episode, aber ich glaube, die wollen ja auch noch eine zweite Episode rausholen. Vielleicht können wir da ja sogar das alte Löwenstein nur sehen. Vielleicht haben die es ja irgendwie auch geschafft, das nochmal zu rekonstruieren. Das wäre cool, wenn man da dann auch rumlaufen könnte. Ja. Zumindest wir spielen Lebendige Welt Staffel 1. Das ist alter Content. Deswegen übrigens sieht es auch, wie gesagt, hier alles, die Welt sieht anders aus und so weiter und so fort. Wenn man hier rumläuft und noch nicht mal die Grundstory vom Spiel durchgespielt hat, sieht man die Veränderungen ja auch schon. Und denkt so, hey, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ja, das ist Lebendige Welt Staffel 1. Die hat hier ein bisschen was in der Welt verändert.
Was ja eigentlich der... Nette Sachen. Der Gedanke von so einer lebendigen Welt war, dass die halt die Welt verändert, während man dynamische Events spielt, die dann immer weiter voranschreiten. Ja? Das Problem war aber immer damals gewesen von vielen. Ich fand das damals auch nicht so ganz geil. Es war dieser FOMO-Moment. Dieser Moment, dass, weil der Content, der ja vergangen war, in der lebendigen Welt Staffel 1, der wurde ja wieder rausgepatcht. Der war dann ja nicht mehr da. Weil die lebendige Welt ja sich ja weiterentwickelt dynamisch und alter Content war dann weg. Und das ist dann immer so doof, weil wenn du dann einmal nicht gespielt hast, dann hast du den Teil nicht gespielt und nicht erlebt. Und das war so doof. Ne? Also ich meine, ich habe damals gespielt, aber die, die heute anfangen, die werden diesen Nostalgie-Effekt damals zum Beispiel beim Kaka-Queen-Weltboss nicht mehr erleben. Wie damals nämlich es gibt ja in den Optionen zum Beispiel, gibt's ja, ja, warte mal, da, dieses Charaktermodell-Limit. Und damals, wo dann die Kaka-Queen, dieser Weltboss, der Kaka-Queen, in der lebendigen Welt, Staffel 1, rausgekommen ist und man sie bekämpfen musste, der hat diese Funktion nicht, also hat dieses Feature nicht funktioniert und wir hatten alle ein Frame gehabt. Es hat hart geruckelt. Und es war einfach nur das geilste Erlebnis überhaupt. Weil es hat nichts funktioniert. Und wir hatten eine Dia-Show. Jeder hatte eine Dia-Show gehabt. Aber wir haben trotzdem unseren Spaß gehabt. Wir haben trotzdem die Kaka-Queen gelegt. Das war echt toll. Ja, aber das war dann. Vielleicht gibt es auch irgendwo Videos, wo man das jetzt reinziehen kann, wie das damals war. Ja, das war, also heutzutage willst du es eigentlich nicht nochmal haben, dass man sowas erlebt, aber damals, das war cool. Ja, so, genug gelabert jetzt aber erstmal. Wir werden vielleicht noch ein paar Sachen erleben in dieser lebendigen Welt Staffel 1. Ein paar coole Dinge. Aber erstmal müssen wir sie ja mal starten. Und zwar machen wir das hierüber. Das ist ein bisschen verwirrend, das haben die hier bei der Chronik, dieses Scarlet-Krieg, das haben die von hier oben nach ganz unten gezogen, was eigentlich komplett sinnlos ist. Aber gut. Ja. Und die haben auch den Hinweis von wegen, hey, eine neue lebendige Welt draußen, eine neue Content draußen, so was die mit den Sternchen hier an der Seite machen. Das haben sie jetzt hier auch nicht drin, sondern hier einfach nur ganz stumpf haben sie hier oben dann einfach die Staffel 1 der lebendigen Welt reingebaut. Und hier ist es. Gibt auch keine Beherrschungspunkte, glaube ich, dafür. Zumindest nicht für End of Dragons. Das heißt also, ja, hier können wir einfach nur stumpf spielen und auch keine Map-Erkundung. Ich denke mal, das werden die da jetzt auch nicht irgendwie machen, dass die da neue Sachen mit eingebaut haben. Also wäre ein bisschen komisch. Das heißt, wir spielen hier stumpf die Story durch und dann war es dann auch schon. Mehr werden wir ja nie machen. Gibt halt keine neuen Maps, ne? Dann würde ich sagen, Lamme und Forst aus dem Norden treffen Flüchtlinge ein und berichten von Angriffen aus fremden Ländern. Der Kommandeur kommt neuen Verbündeten zu Hilfe und entdeckt die ersten Anzeichen einer Bedrohung für ganz Tyria. Ja, Scarlet Dornstrauch, die mit ihren Riesenbohrer in Löwenstein nach einer Leylinie bohrt und dadurch Mordremoth erweckt. Das ist die Vorgeschichte der Erweckung von Mordremoth. Die lebendige Welt Staffel 1. Und in Lebendige Welt Staffel 2, das war, ist dann so ein bisschen diese Einleitung zu Heart of Thorns und dann kommt Heart of Thorns. Und dann wisst ihr eigentlich alles, was passiert, ne? Denkt mal, ihr habt alle die Story gespielt, die Guild Wars 2 gespielt haben oder zumindest bei mir gesehen. Das haben wir ja alles gemacht. Aber Staffel 1 haben wir hier nicht gespielt, weil das zu der Zeit nicht mehr da war. Tun wir jetzt nach, zumindest so gut wie es geht. Ich weiß nicht, ob alles eingebaut wird von ArenaNet, aber zumindest ein bisschen was. Also, los geht's! Ein Brief? So, wird hier erst gesprochen oder? Ich glaube noch nicht. Jetzt vielleicht? Einen Moment. Warte kurz. Nein, tatsächlich nicht. Cool. Also, Hauptmann Logan Thackeray. Ruf zu den Waffen, lieber Freund. Kreuter aus Quellen berichten,
dass sich die Lage in Holbrook und der Schwarzen Zitadelle weiter zuspitzt. Flüchtlinge strömen vom Norden in die Städte, weil eine Allianz von Schauflern und der Flammenlegion die Wandererhügel und das Diessa-Plateau übereinnimmt. Unsere Kameraden fällt schwer, den Vormarsch der feurigen Allianz aufzuhalten. Als Mitglied der Seraphenwache habe ich hier Verpflichtungen. Ich möchte aber trotzdem den Städtern helfen. Den Städten helfen. Im Imperatorkern in der Schwarzen Zitadelle tagt ein Verteidigungsausschuss. Sie benötigen alle Hilfe, die sie kriegen können. Meldet euch dort bei den Tribunen und lasst sie wissen, dass ihr helfen wollt. Aber bevor ihr geht, sprecht noch mit Whitlock. Vielleicht hat er ja besondere Instruktionen für euch. Logan. Übrigens nochmal ein kleiner Hinweis. Wir spielen natürlich jetzt, logischerweise, das ist ein bisschen verwirrt. Jetzt bekommen wir auf einmal so, oh nein, hier und Flüchtlinge und Holbrook und irgendwie die Flammenzitadelle und die Flammenlegion und wow, ne? Die Flammenlegion ist ja in der aktuellen Story auf unserer Seite. Zumindest die meisten davon. Haben wir ja in der Eisbrutsaga gesehen. Wir spielen natürlich jetzt in der neuen, veränderten Welt alten Content. Das ist ein bisschen verwirrend, aber so ist das jetzt nun mal so. Und was ihr auch wissen solltet, ist, Traherne existiert natürlich in dieser Geschichte. Also Traherne ist eigentlich ja tot, aber jetzt in dieser Vergangenheit existiert er noch. Ob der jetzt auch noch Erwähnung findet, mal sehen, man weiß es nicht. Keine Ahnung, wie ArenaNet sich hier jetzt die Sachen hier jetzt gemacht hat. Aber an sich existiert Traherne noch. Also der ist ja erst gestorben in Heart of Thorns im Addon, aber das spielt ja vor dem Addon. Deswegen sollte er noch leben. Also für die ganzen Traherne-Liebhaber, hey! Ne? Er ist gerade von den Toten auferstanden. So, Anzeigen, wo müssen wir denn hin? Da. Geil. Der Gladium Rox. Der bezieht sich auf Gladium wahrscheinlich, ne? Rox ist ja weiblich. Ja, Rox ist übrigens auch noch nicht bei den Olmarkan. Die Olmarkan auch noch unbekannt und sowas alles. Deswegen ist Rox da jetzt in der Schwarzen Zitadelle und so weiter und davon verhält sich ein bisschen anders. Das sollte man alles bedenken. Es ist alles Vergangenheit. Ich weiß, ist sehr verwirrend. Vor allen Dingen, weil wir... Warte mal, was ist hier optional eigentlich? Gebt euch zu Kommandokern und trefft Rückblock, okay. Und optional ist die Flüchtlingslager mit Schwarzen Zitadelle, okay. Das ist alles ein bisschen verwirrend, weil wir ja den neuen Content gespielt haben und jetzt alten Content spielen. Aber so ist das nun mal, ne? Diejenigen, die jetzt ein Let's Play anfangen auf YouTube, die Bock haben, ne? Die natürlich so, ja, wir spielen das in der richtigen Reihenfolge, aber... Ja, wir machen das in einer ganz anderen Reihenfolge, weil wir sind cool. Ich weiß gar nicht, ich gehe mal lieber hier hin. Wollen wir uns denn das Spiel jetzt leiten? Ich würde gerne zum Flüchtlingslager gehen. Achso, hier ist die Instanz. Vielleicht bringen uns ja die Pfeile zum Flüchtlingslager. Keine Ahnung. Wo das ist? Oh ne, die sagen einfach so umdrehen. Also die Pfeile sind auch hier richtig on point. Flüchtlingslager, gibt es das hier irgendwie... Hier drin oder so. Ja, ist natürlich doof, ne? Steht das hier? Optional besucht das Flüchtlingslager in der Schwarzen Zitadelle. Leute! Hier gibt es jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, so einen Ort, der Flüchtlingslager heißt. Nach einem Tag Gewaltmarsch muss ich viel Fleisch essen, damit ich schlafen kann. Ich muss viel essen, wenn ich aufstehe. Das auch. Das ist ein bisschen blöd.
Ich würde gerne das Flüchtlingslager besuchen halt, ne? Aber... ja, das... keine Ahnung, wo das ist. Oh, warte. Da. Bei der Lehrenkonvention, das ist doch, glaube ich, irgendwas Neues. Aber... ah, nee, das ist das Flüchtlingslager. Ah, okay. Hier haben sie das hingebaut. Ja. Ich vermute, ihr habt keine Neuigkeiten aus dem Norden. Meine Nackenhaare hören einfach nicht auf, zu Berge zu steigen. Tribun Brimstone hat Speer ausgesandt, um herauszufinden, was los ist. Ich hoffe, dass sie bald zurückkehren. Warum sind hier so viele Flüchtlinge? Es muss eine Art groß angelegte Offensive sein. Sie scheinen systematisch alle Gehöfte in den Nordwest... was? In der Nordwestecke des Plateaus niederzumachen. Ich hasse die Flammenlegion. Achso, ja, ich verstehe schon. Okay, da haben wir das doch geschafft mit dem Flüchtlingslager, was hier einfach so hinplatziert wurde. Okay. Dann aber in die Instanz. Irgendwo hier? Nee, ich glaube. Oder? Ist das hier? Nee, wir müssen hoch. Oder? Müssen wir hoch? Kommando. Ja, Kommandokern. Ja, ja, da ist oben. Der Kommandokern ist oben. Okay. Ja, noch weiter höher. Da hinten in die Treppen. Kommandokern ist ja ganz oben. Ja, damals war Redlock noch Tribun. Da ist er aktuell nicht mehr. Wo jetzt? Eigentlich hier in der Mitte, ne? Ah ja, das ist immer das Problem, dass hier immer bei dem Ding, wenn hier eine Instanz ist, dann wird das immer nicht angezeigt. War doof. Okay, dann machen wir das mal, ne? Das bereden wir später. Ich habe einen Auftrag für euch. Ihr kennt das Flüchtlingsproblem. Ja, Tribun. Ich höre, die Flammenlegion macht auf dem nördlichen Diessa-Plateau mobil. Das stimmt. Sie mischen sich in unsere Sachen da oben. Und das versenkt mir das Fell. Ihr müsst die Brutstätte sichern, über die wir gesprochen haben. Schafft ihr das? Ja, Tribun. Bin so gut wie unterwegs. Gut. Nehmt, was ihr an Unterstützung findet. Ihr werdet sie brauchen. Ja, Tribun. Ein bisschen leise, aber kann ich ja nichts machen, weil teilweise manche Sachen zu laut sind, manche zu leise. Das werde ich schon überleben. Sprechen mit Redlock, sprechen mit der Char-Soldatin. Wir wissen noch gar nicht, dass sie wirklich Roxa ist, obwohl doch, eigentlich schon, aber... wann geht die denn? Hallo, ich will mit dir reden. Was feurige Allianz ist wirklich das Letzte. Wer greift denn eine Brutstätte mit frisch geschlüpften Verschlingern an? Diese Feiglinge, das ist eine Schande. Ich hörte euch mit Brimstone reden. Braucht ihr Unterstützung? Ein zusätzliches Schwert könnte ich gut brauchen. Die Brutstätte befindet sich nördlich der Stadt Nolan auf dem Diessa-Plateau. Ich werde euch dort erwarten. Bringt am besten ein paar Freunde mit. Ich heiße Rox. Und ihr? Dringenden Karigat, wie komme ich dorthin? Verlass die schwarze Zitadelle durch das nördliche Tor, welches zum Diessa-Plateau führt. So gelangt ihr nach Nolan. Wenn ihr euch dann Richtung Nordwesten begebt, gelangt ihr zur Brutstätte. Ihr könnt sie noch kaum verfehlen. In Ordnung, ich sehe euch dann dort. Ja, so easy mache ich mir neue Freundin, hier Rox. So haben wir uns kennengelernt. Damals. Ja, das mit der Brutstätte, ich kann mir gut vorstellen, dass es genau das ist, was wir auch eh sowieso schon mal spielen konnten in diesem Spielbecken. Das ist dann natürlich nochmal aufgewärmter Content vom Feinsten, aber das machen wir trotzdem. So, Redlock, Hallöchen, was geht ab?
Gut euch zu sehen, Kommandeur. Aber dies ist leider eine privater Verteidigungsausschuss. Ihr könnt zwar dabei sein, aber Smodor nimmt keine Tipps entgegen, wie er mit der Krise umzugehen hat. Gibt es Neuigkeiten zur Lage? Befreit gerne das Tribunal nach den neuesten Erkenntnissen. Die Kurzversion geht so. Die Flammenlegion führt was im Schilde. Wir arbeiten mit den Schauflern zusammen. Wir werden ihnen zeigen, was eine Hake ist. Eine Gartenhake. Wie kann ich helfen? Ich habe frisches Metall im Feuer, um wirklich was zu tun. Trefft mich in meinem Büro, wenn ihr die Nase voll habt vom Tribunal. Ich habe genug Zeit, damit vergeudet, mir Smodors Gemecker anzuhören. Wir sehen uns dort übrigens. Tschüss, Redlock. Schön, dass ich mit mir selber geredet habe, scheinbar. Okay. Ich soll mich in Redlocks Büro treffen. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ey! Der Verteidigungsausschuss tagt gerade. Keiner darf hinein. Ohne jede Ausnahme. Nicht einmal der Backkommandeur? Hallo? Nicht einmal ich? Verzeiht, aber ich hab Befehle, euch nicht hereinzulassen. Ihr seid scheiße. Los, geh weg. Gut, dann nicht. Aber ich bin halt der Backkommandeur. Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Welche tollen Ideen ich alle habe. Was ich alles weiß. Ich komme aus der Zukunft. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Ja, schon echt schade. Die Leute wissen gar nicht, also die Char wissen gar nicht, was ihnen geht, ne? Also ich meine, ich bringe Kunde aus der Zukunft. So, wir sollen jetzt mit Whitlock im Büro sprechen. Das ist... Wo? Unten? Ah, nee, das ist hier an der Seite, ne? Genau, das ist hier an der Seite, da. Büro ist irgendwie hier, ne? Genau. Das machen wir aber nächstes Mal. Und dann gucken wir mal, dass wir dann Rocks helfen, ne? Wir haben ja zugesagt. Ein bisschen kämpfen gegen die Schaufler. Also wie gesagt, sowas gegen die Schaufler zu kämpfen, auch mit Braham, das haben wir auch schon gemacht in den Schwebecken. Das könnte sein, dass ArenaNet diese Mission jetzt auch nochmal einbaut. Also das würde ich jetzt exakt nochmal so spielen. Das ist echt ein bisschen, also ich sag mal so, why? Dann sollten die das aus dem Spielbecken wieder rausnehmen, aber das Problem ist halt einfach, dass das Teil einer Episode ist, eine Eisbootsaga, und das dann auch wieder ein Problem ist. Ach, doppelt und dreifacher Content, den wir hier drin haben. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir weiter. Haut rein. Tschüss.